Das ist Schrumpfmagie. Schneide die Schablone der Gitarre aus dem Schaumstoffkern aus. Wir haben eine Öffnung gemacht. Der Holzspieß wird als Gitarrenhals dienen. Füge die Details zusammen. Füge Markierungen hinzu. Nimm einen zu Schnüren gedrehten Draht. Füge Metallhalbperlen hinzu. Das Musikinstrument ist bereit, eine schöne Melodie zu spielen. Dolores ist immer am Arbeiten. Isabella hat sie gebeten, sich um die Blumen zu kümmern. Aber Mariano lässt sie sich nicht auf die Pflanzen konzentrieren. Hello! Well, hello there. Oh, meine schöne Dame. Kann ich eine Minute Ihrer Zeit haben? Oh. Was willst du, Mariano? Nur ein Lied, hör auf seine Worte. Oh, liebe Dolores, deine Augen sind das Meer. Öffne dein Herz. Willst du mich heiraten? Oh, du bist so romantisch. Wie lautet die Antwort? Natürlich, ich werde dich heiraten. Ja, mein Herz ist erfüllt von Glück. Such dir ein Kleid aus. Ich laufe. Oh, yeah. Oh, was für ein schönes Mädchen. Ich werde Lalilu um Hilfe bitten müssen. Sie sind die Profis im Kreieren von Hochzeitslooks. Dolores zog ihr altes Outfit aus. Nimm die Stoffe. Das weiße Korsett ist fertig. Dann mach einen langen Unterrock. Der Oberrock aus Spitze sieht toll aus. Ein roter Gürtel betont die Taille. Am Hals befindet sich ein perlenbesetztes Halsband. Voilà! Ein weißes Stirnband hat die klassische Schleife ersetzt. Leichter Tüll vervollständigt den Look der Braut. Du bist ein guter Kerl. Als Hüter der Kerze segne ich deine Ehe mit meiner Enkelin. Ich danke dir. Hast du gewartet, Schatz? Dolores, du bist wunderschön. Du siehst auch gut aus. Ich erkläre euch zu Mann und Frau. Nimm diese Blumen, die deiner Schönheit wert sind. Freunde, ich werfe meinen Strauß, so wie es die Tradition ist. Ups, Dolores hat ihn zu heftig geschwungen und die Blumen flogen in die Büsche. Ups. Wow. Aha. Das Wasserschwein hat ein paar Rosen gegessen. Lass sie uns mitnehmen. Seht euch die zukünftige Braut an. Das Wasserschwein heiterte alle auf, wie immer. Ein alter Fotorahmen verwandelt sich in eine Fotozone. Streiche ihn in hellen Farben an. Falte das Seidenpapier wie folgt. Bausche die Ecken auf. Wir haben eine große Blume gemacht. Eine tolle Idee für die Dekoration. Spanne die Leinwand. Besticke sie mit den Initialien des Brautpaares. Wie süß! Dekoriere den Rahmen mit Blumen. Diese Dekoration ist im Encanto-Stil. Die Hochzeitsparty läuft großartig. Dolores, du bist das schönste Mädchen der Welt. Ich bin so glücklich. Ich auch, Schatz. Willst du mit mir tanzen? Sie sind wirklich ein tolles Paar. Komm mit uns. Nicht gucken. Mach die Augen auf. Wow, was ist das denn? Lass es mich auspacken. Wow, das Geschenk war eine Fotozone für Frischvermählte. Und jetzt das Familienfoto. Yeah, okay. Bilder, wie süß. Leute, macht mit. Alles sieht toll aus. Finde ich auch. Die Überraschung ist gelungen. Nimm die Details aus Karton.
Bedecke sie mit Papier. Im Inneren befindet sich etwas Seide. Abracadabra! Wir haben eine Seidenhülle. Füge Schlaufen hinzu. Verdecke die Beschläge. Der Koffer wird mit einem breiten Band verschnürt. Verziere die Ecken. Die Reisenden haben viele Städte besucht. Aber es liegen noch so viele Reisen vor ihnen. Die Frischvermählten kamen mit einem riesigen Koffer von der Hochzeitsreise zurück. Oh, ich bin vom Entspannen so müde. Ich muss noch die Souvenirs sortieren. Mal sehen, was wir da haben. Aha. Schau, eine Tüte mit Samen. Die, die du auf der einsamen Insel gesammelt hast. Wir müssen sie nur noch aussehen. Ich werde alles vorbereiten, was wir brauchen. Okay. Fangen wir mit dem Blumentopf an. Wähle Modelliermasse. Mache ein langes Stück. Füge es so zusammen. Hebe den Blumentopf hervor. Lass ihn mit Gold älter aussehen. Schau mal, was ich gefunden habe. Toll, wir können es gebrauchen. Während das Mädchen mit dem Lesen beschäftigt war, wuchs der Baum und trug erste Früchte. Wow! Unglaublich! Die Zweige mit roten Beeren symbolisieren eine starke und lange Liebe. Füge Grünzeug hinzu, dann einige Trockenblumen. Schnipp! Die grünen Blätter öffneten sich. Mariano, schau, was wir angebaut haben. Aber als das Paar zurückkam, überraschte der Baum sie mit ungewöhnlichen Früchten. Ups, die waren vorher noch nicht da. Ich bin Vater geworden. Und ich bin Mutter geworden. Wir werden sie mit Liebe und Fürsorge umgeben. Ihre Familie wuchs und wurde noch glücklicher. Nimm Styropor als Basis für ein Laufgitter. Du findest den richtigen Stoff in der Schachtel. Bedecke das Stück. Holzspieße dienen als Zaun. Spanne das Netz. Gib ihm helle Farben. Dekoriere den Laufstall mit einem Bommelband. Im Inneren befinden sich viele Styroporkugeln. Die Kinder werden es lieben. Oh, meine Babys wollen überall spielen. Während das Mädchen auf dem Trampolin springt, rutscht der Junge hinunter. Sie können nicht stillsitzen. Lass uns die Maschine mit Spielzeug testen. Jetzt ist der Papa dran. Mariano ließ sich hinreißen. Dad, bist du fertig? Die Babys kamen, um sich das Spielzeugraumschiff anzusehen. Ich werde jetzt gewinnen. Oh, wo sind denn alle? Oh, die Kinder haben etwas gefunden, was sie tun können. Geht in den sicheren Laufstall, damit der Vater sich keine Sorgen um euch machen muss. Während die Kinder spielen, kann der Vater in Ruhe mitspielen. Ich habe gewonnen. Das sind Preise für meine Babys. Ich bin der beste Papa der Welt. Dolores musste sich um die Kinder kümmern. Spielt leise und Mama liest ein Buch. Aber leise zu sein ist nicht ihre Stärke. Schlittschuhlaufen, laut sein und alles um sich herum zertrümmern. Das macht viel Spaß. Upsi. Setz dich mal kurz hin. Ich lasse mir etwas einfallen. Bedecke den Korken mit glitzerndem Schaumpapier. Zeichne einen Kreis. Schneide ihn aus. 1 und 2. Die Trommel ist fast fertig. Befestige die Schlaufen. Ziehe einen Goldfaden durch. Die Zahnstocher mit Perlen werden zu Trommelstöcken. Und Trommelwirbel. Hier, ich habe sie gefunden. Lerne, wie man das Musikinstrument spielt. Das ist weniger zerstörerisch. Wow.
Während die Kinder spielen, kann die Mutter mit ihren Ohrstöpseln in aller Ruhe ein Buch lesen. Das Putztuch wird zu einer Decke. Füge einen Draht hinzu. Nähe die Hälften der Ohren zusammen. Ziehe den Ball mit der Füllung fest. Schneide ein weiteres Stück ab. Schnipp. Wir haben ein Spitzenband hinzugefügt. Einen niedlichen Hasen mit Schwanz und süßen Augen. Und im Inneren befindet sich eine Überraschung. Eine Decke. Was für ein ungewöhnliches Spielzeug. Dolores ist mit ihren Kindern spazieren gegangen. Baby, willst du spielen? Ich auch. Natürlich. Dolores, schön, dich zu sehen. Agatha, ich freue mich auch, dich zu sehen. Während die Freundinnen miteinander sprechen, spielen die Kinder miteinander. Lass uns die Enten füttern. Die Vögel freuen sich so sehr über das Futter, dass sie die Kinder versehentlich bespritzen. Oh, sie werden erfrieren. Keine Sorge, wir haben eine Decke dabei. Das ungewöhnliche Spielzeug hat sich als nützlich erwiesen. Den Babys ist es warm. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen und sich auszuruhen. Ihr seid sicher müde von euren Abenteuern. Die Kinder sind wählerisch und wollen nicht schlafen. Schneide eine Plastikflasche zu. Male sie rot an. Füge eine LED-Glühbirne hinzu. Schnipp. Wir können es für ein Nachtlicht verwenden. Wow, es gibt so viele Schmetterlinge. Bestreue die Flügel mit goldenem Glitter. Eine magische Lampe wird den Babys beim Einschlafen helfen. Seht mal, was ich mitgebracht habe. Wow! Jetzt können sich alle ausruhen und für den nächsten anstrengenden Tag Kraft tanken.